Dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium am 23.11. Heute irgendwie ein wenig ausgedünnt. Weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche anderen Veranstaltungen habt. Keine Ahnung, wie gesagt, falls irgendwie was ist wie, manchmal gibt es da sowas, Mathe-Panik-Tutorium vor Mathe-Bonus-Klausur oder solchen Punkten. Schreibt mir gern vorher einmal, dass ich es weiß. Aber gut, soll uns nicht aufhalten. Ich nehme es eher als Kompliment, weil ihr euch darauf verlasst, dass ich gut genug anscheinend das bisher immer geschafft habe, es hochzuladen. Genau, an der Stelle auch für nächste Woche ein Hinweis. Ich hatte ja am Anfang des Tutoriums gesagt, dass ich eigentlich Vollzeit ganz woanders noch arbeite beim Arbeitgeber. Jetzt hat er mich nächste Woche auf eine Fortbildung geschickt, Ende nächster Woche. Deswegen möchte ich das aber nicht ausfallen lassen, und mit Andreas Meder ist dann besprochen, dass alternativ dann einmalig nächste Woche dann Mittwoch ab 18:30 Uhr das Tutorium stattfindet und dann halt nur online. Nur nächste Woche. Also müsste das dann sein, am 29.11. statt am 30.11. solltet ihr auch schon eine Nachricht im Moodle bekommen haben. Gut, aber unabhängig davon, wir greifen heute nochmal mit dem Aufgabenblatt ein paar Themen auf, die wir letzte Woche schon angerissen haben. Geht im Endeffekt nochmal so ein bisschen um das Thema Shift, und dann kommen wir aber auch nochmal zum Thema Codierung. So, was haben wir in Aufgabe 1? In Aufgabe 1 haben wir das Thema Shiften statt Multiplikation. Also die Idee, dass man statt Tor Multiplikationen ausführen zu können im Rechner auch Shifts benutzen kann. Das hatte ja jemand von euch letzte Woche auch schon mal als Idee angesprochen für die eine Aufgabe, womit es im Endeffekt aber einen Schritt eigentlich schon zu weit war. Ja, was heißt Shift statt Multiplikation? Vorgegeben ist, dass auch dann nur der Linksshift, Addition oder Subtraktion erlaubt sind. Und wenn ich jetzt einen Shift mache nach links, und das ist stattdessen eine Multiplikation. Weiß einer von euch, was das Äquivalent in der Multiplikation ist? Also ganz allgemein gesprochen, wenn ich hier um n Stellen nach links das Ganze shifte, was für eine Multiplikation steckt dahinter? Weiß das einer zufällig schon? Okay, dann helfe ich euch an der Stelle weiter. Also, wir können statt n Stellen nach links zu shiften, oder beziehungsweise wir können dadurch, dass wir n Stellen nach links shiften, das Gleiche erreichen, wie wenn wir sagen, wir hätten eine unbekannte x und multiplizieren das mit 2 hoch n. Also, unser Exponent ist dann das, was die Anzahl der Stellen, die geschiftet wird. Wenn wir uns das mit einem Beispiel angucken, wird das vielleicht ein bisschen eindeutiger. Also angenommen, ich würde jetzt eine Multiplikation machen wollen mit x mal 2 hoch 3. Kann mir jemand sagen, um wie viele Stellen ich dann nach links shiften muss? Ich habe die Multiplikation x mal 2 hoch 3, und genau, unser Exponent ist 3, das heißt, das Ganze entspricht einem Linksshift von 3. Was heißt das jetzt auf Binärebene? Also, wenn ich jetzt eine Beispielzahl habe, zum Beispiel diese hier,
Ich habe meine 1 an der ganz rechten Stelle. Dann würden alle Stellen oder alle Bits 3 Stellen nach links geschoben werden. Dann würde die 1 also an der vierten Stelle von rechts aus gesehen stehen, statt an der ersten. Das ist jetzt einfach nur rein das Geschiftete. Wenn wir uns das Ganze mit den Dezimalzahlen angucken würden, was ist denn 00001? Ist ja dezimal nichts anderes als die 1. Und jetzt müssen wir gucken, wenn wir an der vierten Stelle sind, na, ist das dann nicht 2 hoch 0, 1, 2, 3, ist 2 hoch 3, 2 hoch 3 ist 8. Das heißt, wir haben ja, rein durch das Shiften des Ganzen sind wir dann vom Wert 1 zu 8 gekommen. So, wenn wir das jetzt links wieder einsetzen, wir machen 1 mal 2 hoch 3. Ja gut, das ist dann 1 mal 8 wieder. Also das passt dann auch an der Stelle. Das ist natürlich ein relativ einfaches Beispiel, gilt aber eben auch für größere Werte oder auch kompliziertere Bitstrings. Und machen wir das mal andersrum. Welche Multiplikation steckt denn hier hinter, wenn ich x geschiftet 6 habe, also x links shift 6 habe? Was für eine Multiplikation habe ich dahinter? Was muss ich jetzt auf der rechten Seite hinschreiben? Jetzt einmal quasi gerade mal gedanklich umgedreht, ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt gegeben ist, dass wir wissen, wir haben einen Linksshift nach um 6. Was ist dann die Multiplikation, die das Äquivalent auf der rechten Seite ist? Genau, x mal 2 hoch 6. Also, und wenn wir wissen, dass wir das mit einfachen Beispiel machen können, dann können wir auch komplexer werden. Und in der Hausaufgabe habt ihr ja ein bisschen was an größeren Werten oder anderen Werten. Also wir können halt auch sagen, wir haben unseren Wert und wir wollen 20 mal x berechnen. 20 mal x ist jetzt nicht direkt etwas, was wir direkt shiften können, weil wir können mit 2 hoch 3, also dadurch, dass wir immer den Exponenten angeben, können wir ja immer nur um eine Zweierpotenz shiften. Zumindest für sowas Einfaches. Aber was kennen wir denn auch schon aus der normalen Mathematik aus der Schule? Wir können ja auch unter Umständen auch Multiplikationen auseinanderziehen. Wir können anders, wir können Dinge ausklammern. Das heißt, unser Ansatz kann jetzt hier sein, dass wir sagen, wir versuchen Zweierpotenzen zu finden, die sich kombinieren lassen, damit wir auf unseren Multiplikationswert kommen. Hat jemand einen Vorschlag, welche Zweierpotenzen wir nehmen könnten, um unsere Multiplikation zu erreichen? Zwei hoch vier und zwei hoch zwei wird hier vorgeschlagen. Genau, zwei hoch vier, da sind wir ja beim Wert 16 und bei zwei hoch zwei sind wir beim Wert 4. Das heißt, wir nehmen unsere Multiplikation und gucken, wie wir das mit Zweierpotenzen zusammenschreiben können. Wir nehmen die zwei hoch vier plus die zwei hoch zwei und das Ganze dann mal x. Und wenn ich das jetzt Ganze wieder ausrechnen würde, dann wäre das Ganze das gleiche wie 20 mal x. Was heißt das jetzt, wenn ich das mit Shifts ausdrücken will? Oder hat da jemand vielleicht auch schon einen Vorschlag? Ich weiß jetzt, ich habe Exponenten 4 und 2. Und jetzt das Ganze mit Shifts ausgedrückt, statt eben mit Multiplikation.
Und denkt dran, was dürft ihr benutzen? Ihr dürft benutzen Shifts, ihr dürft benutzen Additionen und ihr dürft, naja gut, Subtraktion benutzen. Genau, die Vermutung darf man einmal 4 shiften und dann vielleicht nochmal 2. Genau das können wir eben machen, also nicht nach rechts, sondern nach links. Und würden dann an der Stelle hier dann dementsprechend sagen, wir machen den Linksshift um 4. Das ist ja unser 2 hoch 4, beziehungsweise eben 16 mal x. Und dazu addieren wir das Ganze mit dem Linksschiff von 2, was ja dann 2 hoch 2, also 4 ist. Oder 4 mal x. Und das Ganze dürfen wir dann entsprechend addieren. Warum? Einfach aufgrund dieser ganzen Rechenregeln, wenn wir hier ganz normal ja auch sonst rechnen würden, was sich wie rum anders klammern darf oder umklammern darf, das Ergebnis bleibt ja das gleiche. Okay, und das müsst ihr dann halt auch bei Aufgabe 1 dann entsprechend gucken. Also manche Sachen müsst ihr jetzt nochmal gucken, welche Werte ihr da hattet. Manche Sachen sind vielleicht relativ einfach und eingängig, da kommt man sofort drauf. Bei manchen, okay, es sind alle nicht so, sind alle so ein bisschen anders. Also müsst ihr halt eben gucken, wie ihr das zusammenbaut. Und dann kann es ja sein, dass man auch irgendwie vielleicht Zahlen haben will, die ein bisschen negativ sind. Gucken wir uns doch mal das Beispiel an, wenn wir sagen würden, wir wollen y gleich minus 12 mal x haben. So, jetzt könnte ich halt, könnte ich da halt eben gucken, wie ich das zusammen baue. Auch hier ist es wieder am einfachsten zu gucken, sich das mit Zweierpotenzen zusammenzubauen. Und kleiner Tipp, ihr könnt ja auch gucken, ob es vielleicht geschickt sich kombinieren lässt von einer positiven Zweierpotenz etwas abzuziehen, was auch eine Zweierpotenz ist, was auf diesen entsprechenden Wert kommt. Also ihr könnt das einzeln zusammenbauen, natürlich. Mehrere Potenzen, die man immer abzieht. Also was wären das? 12 wäre 8 und 4 und 2. Dann würde ich drei Zweierpotenzen brauchen, die ich alle natürlich negativ nutze. Aber ihr kommt auch mit zwei Zweierpotenzen aus an der Stelle. Das wäre also dann noch kürzer. Und genau, im Chat hier dann auch schon der Vorschlag. Was ich machen kann, ist, ich kann 2 hoch 2 minus 2 hoch 4 rechnen. Das würde folgenden entsprechen, dass ich hier sage, das Ganze ist ja minus 12 ist das gleiche wie 4 minus 16 mal x. Und das ist dann 2 hoch 2 minus 2 hoch 4 mal x. Und dann würde ich das Ganze auch in die Shift-Schreibweise umschreiben. Ich hätte also mein Links-Shift 2 und ziehe davon meine Zahl um 4 nach links geschiftet ab. Wie gesagt, man hätte jetzt auch einfach das einzeln zusammenbauen können und dann eben von irgendwie von 0 abziehen. 0 minus dem, minus dem, minus dem. Dann hättet ihr halt mehr Potenzen gebraucht, aber auf die Art und Weise kann man eventuell manchmal auch einfach mit zwei Zweierpotenzen auskommen.
Da müsst ihr eben gucken, welche Zahlen zusammenpassen. Es gibt in Aufgabe 1d, gibt es noch eine Vorberechnung. Da müsstet ihr dann halt eben gucken, dass ihr das Ergebnis ja auch entsprechend geschickt mit einbaut. Also im Sinne von, ihr habt ja, was habt ihr hier? 31 mal in Klammern x plus 3. Da kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht erstmal irgendwo das Zwischenergebnis nimmt und dann sich um das ganze weitere Shiften kümmert. Gut, das zu 1a bis d. In Aufgabe. Okay, die Frage. Warum gibt es in dieser Aufgabe die Info, dass der Datentyp in Integer 32-Bit vorliegt? Ja, also direkt kann ich da jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, was da so hilfreich ist. Vielleicht, damit ihr nicht mit zu großen Zahlen rechnet. Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche anderen klugen Lösungen. Also ich hätte jetzt gesagt, dass man ohne das Wissen auch die Aufgabe hätte beantworten können. Außer ich habe irgendwas, das weiß ich ja immer nicht. Ne? Also ich habe bis jetzt auch noch nicht gesehen, was dann entsprechend die Lösung ist, die danach erwartet wird. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen klugen, lustigen Lösungen, die effizienter sind, wenn man genau das weiß. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, warum da noch extra der 32-Bit die Info steht. Das tut mir leid. Genau, was ich aber sagen kann, Aufgabe 2, da sollt ihr Rotate Left und Rotate Right nachbilden. Bin gar nicht sicher. Ich glaube, letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich das dann schon mit euch angerissen hatte oder ob ich das übersprungen hatte, was Rotate Left und Rotate Right war. Das Problem, wenn man zu viele Dinge zu häufig macht. Aber sonst ganz grundsätzlich, das Rotate Left soll folgende Funktionalität abbilden. Wenn wir eine Binärkette haben und sie wird um, in dem Beispiel, als eine Stelle nach links geschoben, dann verschieben sich, oder nicht geschoben, sondern rotiert. Dann rotiert alles nach links und das, was hier links rausgeht, wird rechts wieder reingeschoben. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Shifts, wo ja dann unter Umständen dann einfach was wegfällt. Also hier ist es wirklich nur so, dass wie so ein Endlosband dann einfach das, was auf der einen Seite rausgeschoben wird, auf der anderen Seite reingeschoben wird. Rotate Right macht das Ganze dann im Endeffekt in die Gegenrichtung. Also auch hier, wenn ich irgendwie mit 4 Bits anfange, das Ganze einmal nach rechts rotiere, dann würde die 1, die links rausgeht, rechts rausgeht, links wieder reinkommen. So, und das kann ich natürlich nicht nur um eine Stelle machen, das kann ich auch um beliebig viele Stellen machen. Und ja, die Aufgabe, die ihr habt, das ist, dass ihr gucken sollt, das Ganze mit anderen Operatoren zu nutzen. Die halt nicht Rotate Left und Rotate Right sind. Das heißt, es bleibt euch da eigentlich zur Verfügung. Euch bleiben Shifts zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, ihr habt eine gegebene Binärkette, die könnt ihr halt in eine bestimmte, könnt ihr shiften mit den Shifts, die ihr habt. Und da das ja nicht reichen wird, weil wir bei den Shifts unter Umständen, ja, was heißt unter Umständen, bei den Shifts verlieren wir ja quasi das, was wir rausschieben. Werdet ihr wohl das Ganze in zwei Teilen jeweils machen müssen, dass ihr halt einmal guckt, was schiebt ihr wohin und dass ihr das nachher zusammenfügt.
Eigentlich relativ ähnlich wie die letzte Aufgabe auf dem letzten Aufgabenblatt, wo es ja um diese Base64-Kodierung geht. Genau, da würde ich jetzt deswegen nicht so viel tiefer reingehen, weil wir eben noch dieses ganze Codierungsthema haben und letzte Woche uns ja auch schon ein bisschen damit beschäftigt hatten. Aber eben das Grundsätzliche, also geht eben darum zu gucken. Die Antwort ist wieder relativ kurz, wenn man das Ganze dann in Codeschreibweise hat, dass man eben schaut, was wird geschoben, was wird vielleicht dann woanders hingeschoben und wie kriegt ihr das Ganze zusammengebaut. So, und damit würde ich dann zu der Aufgabe 3 kommen. Da gibt es eine Winkelkodierscheibe. Und ihr sollt für eine Winkelkodierscheibe einen einschrittig zyklischen Binärcode erstellen. Also. So, in der Hausaufgabe habt ihr 15 Grad Auflösung. Wir nehmen jetzt mal 60 Grad Auflösung. Und die erste Frage, die ihr habt, ist, wie viele Codewörter hat der Code? So, das hängt natürlich von der Auflösung ab. Und vielleicht erinnert ihr euch aus der Vorlesung, wie ihr das berechnen könnt. Wie quasi die Auflösung zur Winkelkodierscheibe abhängt. Weiß das zufälligerweise noch jemand? Weiß jemand zufälligerweise noch, wie viel Grad insgesamt die Winkelkodierscheibe hat? Okay, ich sehe im Chat schon, ja, drei Schritte zu schnell. Ich will erstmal nochmal gucken, dass die anderen dem folgen können. Erstmal der Punkt, wie viel Grad hat eigentlich insgesamt die Winkelkodierscheibe? Also die Winkelkodierscheibe ist eine Scheibe, die ja, im Endeffekt rund ist. Das heißt, wir haben insgesamt 360 Grad zur Verfügung. Und diese 360 Grad wird dann halt aufgeteilt. Und wie das aufgeteilt wird für die einzelnen Codewörter, das hängt dann eben von der Auflösung ab. Und dafür wird dann werden unsere 360 Grad durch die Auflösung geteilt. Heißt bei 60 Grad natürlich, wie im Chat geschrieben, richtig, 6 Grad, die wir dann am Ende haben. Also wie gesagt, mit der Eigenschaft der Winkelkodierscheibe zu tun, dass es einfach eine ganz runde Scheibe ist und ein Kreis hat einfach 360 Grad. Oh, das ist auch nur der Einstieg in die Aufgabe. Spannender wird es dann eigentlich, dass mit dem rekursiven Verfahren aus der Vorlesung ein Code dafür entwickelt werden soll. Vielleicht einmal ganz kurz. Also entweder hier per Kopfnicken oder Daumenprobe meinetwegen und im Chat irgendwie mal kurzes Ja, Nein. Wisst ihr, welches rekursive Verfahren aus der Vorlesung da gemeint ist? Das rekursive Verfahren aus der Vorlesung, um eine Winkelkodierscheibe mit Codewörtern zu versehen. Okay, hier so gerade nicht. Wie sieht es im Chat aus? Also nein ist auch okay. Ich will einfach nur kurz dann eine Rückmeldung wissen. Okay, teilweise.
Dann gucken wir mal. Dann helfe ich euch ein bisschen stärker. Der Start ist immer einfach, der Start ist immer gleich. Sowieso. Es sind dann auch Schritte, die sich dann immer nur rekursiv wiederholen. Gestartet wird mit 0 und 1. Und so weit, so gut. Und dann gibt es zwei Schritte, die unterscheiden sich. Das eine ist, ich tue eine führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Okay, welche Codewörter würde ich dann jetzt rauskriegen? Ich tue eine, ne, der Start ist mit 0 und 1 und ich tue jetzt eine führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Welche Codewörter sind das? Genau, das ist dann 0, 0 und 0, 1. Also ich nehme 0 und 1 und ich führe da jeweils eine 0 davor. Der zweite Teil, ich tue eine führende 1 vor alle vorhandenen Codewörter, aber Achtung, in umgekehrter Reihenfolge. Welche beiden Codewörter kommen denn hier jetzt raus? Okay, im Chat sehe ich es schon. Genau, also eben habe ich ja quasi erst die 0 genommen und dann da die 0 davor gesetzt und die 1 genommen und da die 0 davor gesetzt und jetzt mache ich es von hinten. Ich fange an mit der 1 und ich setze eine 1 davor, dann nehme ich die 0 und setze da eine 1 davor. Das heißt, ich komme auf 1, 1 und 1, 0. Das heißt, nach dem ersten Schritt, oder das heißt nach dem ersten Schritt, nach der ersten Durchführung der Erzeugung, habe ich folgende Codewörter: 00, 01, 11 und 10, die jetzt einfach zusammengefügt in der Reihenfolge, wie ich sie erstellt habe. Erst die von A und dann die von B. Das sind vier Codewörter. Reicht aber nicht, weil wir haben ja ausgerechnet, dass unser Code sechs Codewörter braucht. Und da kommen wir jetzt eben zum rekursiven Verfahren. Jetzt wiederhole ich das Ganze rekursiv. Ich mache erst Teil A und dann mache ich Teil B. Wieder das Gleiche. Führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Welche Codewörter kommen dabei raus? Okay, genau. Also ich habe 00, da kommt eine 0 davor. 001, dann 011 und 010. Einmal eine 0 überall davor gesetzt. Dann mache ich das Ganze nochmal. Die führende 1 vor alle vorhandenen Codewörter in umgekehrter Reihenfolge. Wieder die gleiche Frage, welche Codewörter kommen dabei raus? So, ich sehe schon, im Chat gibt es zwei unterschiedliche Antworten. Und deswegen meint ihr, ihr müsst vorsichtig sein. Es das heißt wirklich in umgekehrter Reihenfolge. Und das ist der Punkt, wo man sich am meisten vertut, wenn man anfängt, hier rekursiv vorzugehen. Der Teil B immer von hinten anfangen. Das heißt, ich nehme mir von den vorhandenen Codewörtern das letzte, das war die 1, 0. Tue dann die führende 1 davor. Dann gucke ich, was war das vorletzte Codewort? Das war 1, 1. Dann tue ich die führende 1 davor. Davor das Codewort war die 0, 1. Ich tue eine führende 1 davor und die 0, 0. Und dafür tue ich eine führende 1 davor. Das ist ganz wichtig, dass ich diese Reihenfolge auch einhalte. Wenn ich das jetzt gemacht habe, kann ich das wieder zusammentun? Muss aufpassen, dass ich die Reihenfolge natürlich nicht verändere. Erst die oberen, dann die unteren. Jetzt habe ich 8 Codewörter. Jetzt habe ich 2 zu viel. Gut, das ist erstmal besser als zu wenig.
Aber ich muss natürlich gucken, welche ich davon nutze. Und das kann ich durch geschicktes Auswählen tun. Könnt ihr sehen, welche Codewörter ich nehmen kann, damit das passt, dass ich sechs Codewörter habe, die. Haha, was haben wir eigentlich? Einschrittig zyklisch. Vielleicht ist da nochmal die Frage, was heißt eigentlich einschrittig zyklisch? Fangen wir mal mit Einschrittigkeit an. Was bedeutet einschrittig bei einem Code? Weiß das jemand? Was bedeutet es, wenn ein Code, ein Binärcode einschrittig ist? Genau, also es ändert sich von einem Codewort zum nächsten Codewort, ändert sich immer genau eine Ziffer. Das können wir hier auch uns anschauen. Also wir haben ja hier die 000, danach haben wir die 001, da hat sich die letzte Stelle geändert. Zum nächsten Codewort hat sich die zweite Stelle geändert. Wenn wir uns dann das vierte Codewort angucken, dann hat sich wieder die letzte Stelle geändert. Also es muss nicht durchgehend immer irgendwie gleich sein, sondern es ist wichtig, dass halt immer von einem Codewort zum nächsten sich nur eine Stelle ändert. Kann auch immer die gleiche sein, theoretisch, aber dann ist das so ein bisschen langweilig. Das ist erstmal Einschrittigkeit. Fun Fact, gibt es theoretisch auch mit zweischrittig, dreischrittig, wie auch immer. Ne? Also ich könnte ja auch immer zwei genau ändern von einem zum nächsten Codewort. Wichtig ist, dass es immer das gleiche ist, also immer einschrittig ist an der Stelle hier. Da haben wir übrigens auch den Punkt, warum dieses Vorgehen wichtig ist, weil sonst hätten wir ja hier, wo jetzt die 110 steht und quasi nur die erste Stelle sich verändert hat vom vorigen Codewort, hätten wir, wenn wir das nicht umgekehrt machen würden, hätten wir ja die 100 gehabt und damit hätten wir die erste und die zweite Stelle sich ändern lassen und damit hätten wir keine Einschrittigkeit mehr. Und das ist eben der Trick an diesem rekursiven Verfahren, dass er dadurch, dass er diese führende 1 immer in umgekehrter Reihenfolge tut, dass es dann tatsächlich funktioniert. Da war jemand sehr klug, dass es funktioniert hat, dass man dann die Einschrittigkeit behält. Okay, so viel zur Einschrittigkeit. Was heißt denn jetzt zyklisch? Was bedeutet es, wenn ein Binärcode Genau, dass das im Endeffekt dann auch vom Ende hin auch nochmal wieder zum Anfang gilt. Also wenn wir hier beim letzten Codewort sind, können wir zum ersten Codewort zurückgehen und wir haben die gleiche Schrittigkeit, wie wir es vorher im Code selber haben. Das heißt, wenn hier die 100 ist, ändert sich zum ersten Codewort die erste Stelle und damit haben wir auch zyklisch über den Code, übers Ende hinaus, die Einschrittigkeit gegeben. Okay, so, jetzt wisst ihr, wonach wir gucken müssen. Wir müssen, auch wenn wir nur einen Teil der Codewörter nehmen, müssen wir trotzdem einschrittig zyklisch bleiben. Hat jemand einen Vorschlag, welchen Teil wir aus unseren 8 Codewörtern nehmen, damit es trotzdem immer noch ein einschrittig zyklischer Binärcode bleibt? Wie bitte? Wir könnten vom zweiten zum siebten gehen. Genau, im Chat habe ich jetzt auch nochmal Anfang und Ende gehört. Ich weiß nicht, ob sich das noch auf genau die Frage bezog oder auf die davor. Im Endeffekt sind das aber beides Möglichkeiten. Genau, wir könnten das zweite bis zum siebten nehmen. Nehmen wir das mal hier. Das wären jetzt sechs Codewörter und vom letzten ändert sich die erste Stelle zum ersten. Das heißt, das wäre auf jeden Fall richtig. Wir hätten damit sechs Codewörter und wir hätten einschrittig zyklisch das Ganze. So, es gibt tatsächlich nicht nur eine Lösung. Was wir hier auch machen können, ist, wir können quasi Anfang und Ende nehmen. Muss ich gucken, die hier rausnehmen, wenn wir in dem Fall die Mitte rausnehmen. Und gleichmäßig viele vom Anfang und vom Ende nehmen, dann haben wir auch sechs Codewörter.
Und in dem Fall, okay, das ist jetzt Zufall, dass das die gleiche Stelle ist, die sich ändert, ändert sich die erste Stelle vom dritten zum vierten Codewort. Und dass es außenrum zyklisch ist, vom Ende zum Anfang, das hatten wir ja eben schon geschaut. Das kann man sich tatsächlich auch relativ gut so merken, dass wenn wir mit diesem Verfahren einen einschrittig zyklischen Binärcode erzeugt haben, dann kann man, wenn man Codewörter auswählen muss, zumindest sofern das eben eine gerade Anzahl Codewörtern ist, dann können wir sie entweder aus der Mitte rausnehmen oder wir nehmen halt die Enden und schmeißen die Mitte weg. Das funktioniert eigentlich immer. Genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Und wenn ihr das habt, dann. Ich glaube, ihr habt noch eine Frage dazu gehabt. Genau, da gab es noch die Frage, warum kann es keinen zyklisch einschrittigen Binärcode mit ungerader Zahl von Codewörtern geben? Ich hatte es ja gerade gesagt, ne, wir können halt, wenn wir eine gerade Anzahl haben an Codewörtern, können wir sie rausnehmen. Also wieder so eine Textaufgabe, die ihr irgendwie beantworten sollt, aber könnt ihr selber sonst auch mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn ihr eine ungerade Anzahl habt und was ist dann das Problem, wenn wir diese Einschrittigkeit eigentlich drin haben und drin haben wollen vom ganzen Code, also auch noch zyklisch das Ganze. Das ist das, worauf sich das Ganze bezieht, ist das funktioniert einfach nicht mit einer ungeraden Anzahl an Codewörtern. Kann es sogar beweisen, aber ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich in der Aufgabe schon geführt wird. Genau, also wie gesagt, denkt immer daran, dass es diese Änderung gibt von einem Codewort zum nächsten, die dann in dem Fall mit einem Bit ist. Und okay, jetzt noch der Vorschlag aus dem Chat, das mit Graphen darzustellen. Ich weiß nicht gerade, welche Art von Graph du meinst, aber wenn du damit das erklären kannst, kannst du das natürlich dann nutzen. Und dann kann. Ja, ich muss da gerade so ein bisschen gucken. Also dann eben auch für die Aufzeichnung für später soll halt die Frage, ob das mit Graphen dargestellt werden kann, mit Knoten und Kanten. Ich will nicht ausschließen, dass es da eine Möglichkeit gibt, aber wenn, dann ist es definitiv nicht eine der einfachen Lösungen, die dafür gesucht werden. Gut, das war dann Aufgabe 3 mit der Winkelkodierscheibe. Dann kommen wir zu Kodierung. Ihr habt eine Tabelle gegeben. In der Tabelle gibt es AI und P von AI. Steht auch in den Aufgaben, im Aufgabentext darüber, wofür das Ganze ist. Also da nur wieder der Hinweis, guckt auf jeden Fall euch den Aufgabentext an. Also da steht die folgenden 8 Symbole AI, also sind die AI irgendwelche Symbole. Symbole sind irgendwie in dem Fall Buchstaben aus dem Alphabet, könnten aber auch andere sein, sind mit ihren Wahrscheinlichkeiten P von AI in der Tabelle angegeben. Das heißt, P von AI bezeichnet in der Regel Wahrscheinlichkeiten. Das erstmal dafür vorweg. Wir machen das natürlich mit einer kleineren Anzahl. Und zwar gucken wir uns Folgendes an. Wir nehmen unsere Symbole A mit der Wahrscheinlichkeit 0,1, B mit der Wahrscheinlichkeit 0,6, C mit der Wahrscheinlichkeit 0,05 und D mit der Wahrscheinlichkeit von 0,25. Und daran gibt es mehrere Sachen, die gemacht werden sollen. Das erste ist, der mittlere Informationsgehalt auszurechnen. Der wird auch als Entropie bezeichnet.
Und der basiert grundsätzlich auf den Symbolhäufigkeiten. Was sagt uns eigentlich die Entropie? Das sagt uns so ein bisschen, was ist eigentlich die durchschnittliche Information, die wir kriegen, wenn wir ein Symbol empfangen. Also, ja, vereinfacht so ein bisschen auch gesagt, wenn ich, wenn ich Bits bekomme, wie viel Bits brauche ich, um entscheiden zu können, welches Zeichen mir da gerade gesendet wird. Also im einfachsten Fall wäre die Entropie 1, dann würde quasi es reichen, wenn ich ein Bit bekomme, um genau entscheiden zu können, welches meiner Zeichen ich habe. So, mit einem Bit kann ich aber nur zwei Zustände darstellen, 0 und 1. Das heißt, ich kann auch nur zwischen zwei Zeichen unterscheiden. Wenn ich mehr Zeichen unterscheiden will, dann brauche ich auch entsprechend mehr Bits für das Ganze und dann wird meine Entropie halt, ja, kriegt halt einen anderen Wert. Dann brauche ich halt unter Umständen mehr Bits. Aber vielleicht brauche ich auch nicht immer zwei, vielleicht reicht dann auch durchschnittlich halt auch weniger. Das hängt eben davon ab, welches Verfahren gewählt wird, um die Codewörter für Symbole zuzuordnen. Und wir gucken uns jetzt sowohl in Aufgabe 4 als auch in Aufgabe 5 verschiedene Verfahren nochmal an, wie ich einen Code aufbaue mit Codewörtern und dann entsprechend Symbole zuordne. So, aber jetzt wollen wir erstmal anfangen, die Entropie auszurechnen, also wieder dahin zurück. Ich wollte euch nur einmal kurz so ein bisschen Abriss geben, wofür das eigentlich gedacht ist. Es gibt eine Summe für die Summe, eine Formel für die Entropie. Wenig verwunderlich. Und zwar, mal gucken. Wir haben die Summe von i gleich 1 bis n. Von den P von AI erinnern wir uns, das waren die Wahrscheinlichkeiten von den Symbolen, mal dem Logarithmus Duales, also dem Logarithmus zur Basis 2 von 1 geteilt durch P von AI. Es gibt auch noch andere Berechnungsformeln, aber das ist so eine von denen, die ich noch mit am einfachsten zu merken finde. Also wir nehmen, was brauchen wir, um die Entropie auszurechnen? Wir brauchen einmal die Wahrscheinlichkeit von jedem Symbol mal Logarithmus Duales von 1 durch die Wahrscheinlichkeit von jedem Symbol. Und das Ganze aufsummiert. Angenommen, ich hätte jetzt nur die Symbole A und B. Was würde ich dann quasi hier hinschreiben, wenn ich das Ganze ausrechne? Also angenommen, damit ihr jetzt nicht so viel schreiben müsst, angenommen, ich hätte A und B, was würde ich dann hinschreiben müssen? Wir wollen die Berechnung durchführen mit Hilfe der Formel. Wir gucken jetzt mal nur auf die Symbole A und B und tun mal so, als hätten wir C und D gerade noch nicht. Okay, ist natürlich so ein bisschen Schreibarbeit, auch wenn man es im Chat macht. Alles gut. Die Tendenz ist auf jeden Fall erkennbar. Genau, also wir setzen das Ganze ein. Wir fangen an mit dem ersten Symbol. Das ist 0,1. Die Wahrscheinlichkeit von A
mal Logarithmus duales von 1 durch die Wahrscheinlichkeit von a. Also 0,1. Das heißt, bekommen raus 0,1 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,1. Dann haben wir das b. Das Ganze ist eine Summe. Das heißt, wir setzen ein Plus dazwischen. Und dann machen wir das Ganze mit der Wahrscheinlichkeit von b nochmal. 0,6 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,6. So, wenn wir das soweit haben, dann könnt ihr ja auch schon ahnen, wie das mit dem Rest weitergeht. Das Ganze machen wir halt natürlich mit allen Symbolwahrscheinlichkeiten. Das heißt, ich mache jetzt hier weiter. Ich trage jetzt noch c ein. 0,05 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,05 plus dann nochmal das d 0,25 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,25. So, zu Hause habt ihr einen Taschenrechner zur Verfügung. Das heißt, am Ende kommt ihr da wahrscheinlich auf einen Wert, der ungefähr irgendwo bei 1,49 liegt. Sollte es in der Klausur etwas Ähnliches geben, dann gibt es vielleicht teilweise Tipps, wie man bestimmte oder welcher Wert ein bestimmter Logarithmus hat. Dann muss man aber natürlich erstmal so weit kommen. Oder es werden halt dann Zahlenwerte verwendet, mit denen man auch selber was ausrechnen kann. Vielleicht einmal zur Erinnerung, was heißt eigentlich Logarithmusrechnung oder insbesondere Logarithmus duales? Wenn ich zum Beispiel den Logarithmus duales von 8 rechne, dann können wir ganz aus dem Kopf sogar ausrechnen, dass das 3 ist. Warum ist das so? Wenn ich den Logarithmus duales habe, dann stelle ich die Frage nach 2 hoch wie viel ergibt 8? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Und wir wissen, dass 2 hoch 3 8 hat als Wert. Wenn ich jetzt andere Werte habe, die vielleicht nicht direkt irgendwie ein schöner Wert sind, womit ich rechnen kann. Also, was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage habe, hey, was ist denn der Logarithmus duales von 7? Das ist jetzt keine Zweierpotenz. Dann kann ich anfangen, es auszurechnen oder ich kann anfangen, es grob abzuschätzen. Also 2 hoch 2 weiß ich ist 4, 2 hoch 3 weiß ich ist 8. 2 hoch 7 ist näher an 8 als an 4, also ist der Logarithmus duales von 7 vielleicht irgendwo bei, ja, muss man mal gucken, schätzen 2,7 oder sowas irgendwo. Das ist mit einem dicken Daumen. Welcher genau das ist, das könntet ihr jetzt ausrechnen und wer jetzt einen Taschenrechner zur Hand hat, kann das auch schneller rechnen. Ich will damit nur sagen, wenn ihr grob versteht, dass die Frage beim Logarithmus rechnen immer ist, 2 hoch wie viel ist das, was ich dahinter stehen habe in dem Logarithmus, dann könnt ihr relativ viele Werte auch abschätzen. Nur für den Fall, dass das irgendwie nötig sein sollte, irgendwie mal in der Klausur oder so, das schon mal als Tipp. Genau, für die Hausaufgabe könnt ihr es wie gesagt auch ausrechnen und wir sind bei 1,49 und das heißt, dass, wie gesagt, bei der Entropie hier, es reicht uns nicht, ein Bit zu erhalten, um zu wissen, welches Zeichen dahinter steht. Es mag aber in vielen Fällen reichen, weil wir haben nicht 2 oder höher. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Fälle bei diesem Code, wo uns ein Bit reicht, um zu wissen, welches Zeichen das ist. Aber es gibt dann auch noch mal einige Fälle und nicht wenige, wo wir mehr als ein Bit brauchen, damit wir wissen, welches Zeichen dahinter steckt. Und ja, um zu wissen, welches Zeichen dahinter steckt, braucht man eben die Codewörter. Und da gibt es das Verfahren nach Huffman, was ihr in B machen sollt. Wir bleiben bei unseren Wahrscheinlichkeiten. Ein Huffman-Baum.
Wer weiß oder was der erste Schritt ist, wenn ich eine Kodierung nach Huffman anlegen soll? Ich habe meine gegebenen Symbole mit Wahrscheinlichkeiten und jetzt soll ich eine Kodierung nach Huffman machen. Was muss ich dafür als erstes tun? Richtig, das Ordnen. Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Erste, was wir tun müssen. Wie bitte? Ja, genau, das ist auch wichtig. Wir fangen bei Huffman mit dem Kleinsten an. Also, wir machen Sortierung nach Wahrscheinlichkeiten und das Ganze aufsteigend. Das heißt, wir hätten C, A, D, B müsste das dann sein. Ohne jetzt die Wahrscheinlichkeiten hier gerade nochmal mit dazu zu ergänzen. Und dann dürfen wir zusammenfassen. Und den Schritt, den gibt es ja auch schon im Chat, das ist schon geschrieben. Wir sortieren die beiden Symbole mit. Sortieren. Wir fassen die beiden Symbole mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit zusammen. Das heißt, C und A sind 0,05 und 1. Wir kommen und 0,1, das heißt, wir kommen auf 0,15, machen dafür ein neues Symbol auf. Und wir würden schon als Blätter dranhängen unsere Symbole. Also wir haben ja das C und das A da dran mit jeweils ihren Wahrscheinlichkeiten 0,05 und 0,1. Und da das Ganze ein Binärbaum am Ende sein wird, gibt es auch für die Verästelung jeweils Kodierungen, die wir schon ranschreiben. Wir haben die 0 und wir haben die 1. Okay, wir haben einmal zusammengefasst. Danach läuft das Ganze wieder relativ rekursiv weiter. Das heißt, wir würden jetzt wieder sortieren, müssen gucken, wo wir unseren Knoten einfügen. Ich habe das jetzt ein bisschen einfach. Ich kann direkt das Ganze daneben schreiben, weil die 0,15 immer noch kleiner ist als die 0,25 vom D, von dem nächstgrößeren. Und das reicht natürlich von dem B mit 0,6. Das ist aber rein Zufall. Also häufig wird das so sein, dass das, was man als erstes zusammenfasst, dann auch wieder ganz links landet. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr durch das Zusammenfassen einen deutlich größeren Wert jetzt habt als das nächst kleinere Symbol. Da müsst ihr also aufpassen. Ja, also der zusammengefasste Knoten muss genau wieder korrekt einsortiert werden in die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir das haben, können wir wieder zusammenfassen. 0,15 und 0,25. Komme ich also auf 0,4 als nächsten Knoten und muss alles übernehmen, was ich zwischendurch schon hatte, also auch wieder den Knoten von 0,15 mit seinen Blättern C und A. Mit den Wahrscheinlichkeiten 0,05 und 0,1. Und jetzt habe ich ja zu dem 0,15 das D da dran gehängt. Das heißt, ich habe auf der rechten Seite von 0,4 hier oben das D als Blatt dranhängen. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,25.
Codierung nicht vergessen. Und damit habe ich das Zusammenfassen der beiden kleinsten Symbole mit kleinster Wahrscheinlichkeit zum zweiten Mal abgeschlossen. So, und dann muss ich natürlich wieder einsortieren. Jetzt bleibt mir hier zum Glück nur noch ein Symbol über, das B. Das ist immer noch größer als der größte Knoten, den wir haben. Und ich würde das wieder zusammenfassen. 0,4 und 0,6 heißt, dass ich jetzt meinen Wurzelknoten von 1 habe. Und das mal ein bisschen schneller zu machen. Nutze einmal die Tricks hier aus. So viel dazu. Ihr seht, in der Hausaufgabe, beziehungsweise nicht in der Hausaufgabe, sondern wenn man Huffman-Bäume macht, das wird dazu führen, dass man sehr viel Bäume zeichnet. Achtet deswegen von Anfang an vom ersten Schritt bitte darauf, dass ihr sauber arbeitet, damit ihr nicht aus Versehen einen Fehler macht. Also insbesondere guckt, dass ihr die Wahrscheinlichkeiten am Anfang korrekt sortiert und dass ihr dann immer zwischendurch wieder in die Wahrscheinlichkeiten das einsortiert, was ihr zusammengefasst habt, damit ihr nicht einen Fehler macht, weil ein Fehler relativ am Anfang zieht sich halt bis zum Ende durch und das ist ja immer schade. Genau, am Ende haben wir in der Regel dann die 1 als Wurzelknoten, weil die Wahrscheinlichkeit, die Gesamtwahrscheinlichkeit von allen Möglichkeiten, allen möglichen Ereignissen ja 1 ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es eine Kodierung, die nicht alle Ereignisse abdeckt. Also dann gäbe es auch irgendwelche Ereignisse, die nicht betrachtet werden. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit unter 1. Eine Wahrscheinlichkeit über 1 solltet ihr eigentlich nicht rauskriegen. Dann würde ich nochmal ganz genau gucken, ob ihr euch verrechnet habt. Oder ob in der Aufgabenstellung ein unrealistisches Beispiel ist. So, wenn wir jetzt den Baum aufgebaut haben, wie kommen wir aus unserem Baum zu der Codierung? Weil ich habe ja hier meine A, B, C, D, meine Symbole und eigentlich will ich ja Codewörter dafür haben. Wie finde ich jetzt raus, welches das Codewort zum Beispiel für das D, also Dora, ist? Ich habe meinen Baum aufgebaut, ich bin fertig mit allen Schritten. Und genau, ich gucke die Kanten runter bis zu D. Also ich fange an meinem Wurzelknoten an, schaue, wo mein D ist und dann folge ich entsprechend hier den Verästelungen zum D runter und notiere mir auf dem Weg die entsprechenden Beschriftungen der Äste. Das heißt, ich muss erst den linken Ast runtergehen, das heißt, das ist die 0 und dann den rechten. Das ist die 1. Beim B habe ich es einfacher. Da kann ich direkt den rechten Ast runtergehen. Da bin ich gleich fertig. Da ist es nur die 1. Und bei C und A muss ich ein bisschen weiter runtergehen. C ist 0, 0, nochmal 0. Und A ist 0, 0 und am Ende die 1. Und damit habe ich dann die Codewörter für meine Symbole. Und wenn wir jetzt uns daran erinnern, dass wir eben ausgerechnet hatten, dass in vielen Fällen tatsächlich ein Bit reicht, also das war die Entropie, die wir gerade berechnet haben, dass in vielen Fällen ein Bit reichen würde, um entscheiden zu können, welches Symbol vorliegt, können wir das hier auch wiedersehen. Also B hat ja mit 0,6 mehr als die Hälfte der wahrscheinlichen Ereignisse oder der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und B hat jetzt auch hier als Codewort nur ein Bit zugeordnet bekommen. Das heißt, dass wir, wenn wir nur das Bit 1 kriegen, dann reicht uns ein Bit, um zu entscheiden, ah ja, das Zeichen B steckt dahinter. Das Ganze ist auch eindeutig. Also wenn wir uns jetzt ein Beispiel angucken, wie
Nehmen wir mal folgenden Code hier. Wenn ich diese Zeichenkette nehme oder Bitkette 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, dann kann ich, zumindest wenn ich weiß, dass hier vorne auf jeden Fall der Start ist, dann kann ich ganz eindeutig sagen, welche Zeichen dahinter stecken. 0, 0, na, da können noch zwei dahinter stecken, C oder A. Und sobald ich die 1 habe, ist es klar, das ist das A. Das nächste, was ich dann kriege, ist die 1. Auch das ist klar. Das kann dann nur das B sein. Und dann gucke ich weiter. 0, 0. Ja, und bei 0 hätte ich es dann auch wieder. Das heißt, ich kann von vorne weg, wenn ich weiß, wo der Start ist von einer Bitkette, dann kann ich mit diesen Codewörtern ganz eindeutig diesen Code auch entschlüsseln, ohne dass ich dann irgendwie was wissen muss. Und das funktioniert dadurch dann halt auch mit einer variablen Bitbreite. Ich hätte ja auch sagen können, ich nehme immer nur 3 Bit, weil das ist das, was ich als Maximum brauche. Oder ich hätte sagen können, ich nehme immer 2 Bit oder so. Aber ich kann halt effizienter das machen. Das ist die Idee dahinter, dass ich halt Symbole, die häufiger vorkommen, denen möglichst kurze Bitketten zuordne. Und auf die Art und Weise möglichst immer kürzer das habe. Wir erinnern uns auch an ihr hattet diese UTF-8-Kodierungsaufgabe, da war ja auch der ASCII-Code, das waren ja die mit 1 Byte auskamen. Auch das, da steckt ja auch die Idee hinter, dass die meisten Zeichen damit abgedeckt sind und man dann entsprechend irgendwelche Texte kürzer haben kann. Okay, zur Aufgabenstellung. Also in Aufgabenstellung, das war die Frage, die ja gerade aus dem Raum nachkam, bilden Sie den Huffman-Baum und geben Sie die zugehörige Symbolkodierung an. Ich würde in 99% der Fälle davon ausgehen, dass dann immer auch die einzelnen Schritte gemeint sind. Und hier ist auch nicht nur zeichnen Sie den finalen Huffman-Code geschrieben, sondern es heißt, bilden Sie den Huffman-Baum. Und da würde ich dann rausnehmen, dass es auch wirklich einzelne Schritte dann zur Nachverfolgung sind. Weil halt eben auch geguckt werden soll, nicht nur, was habt ihr irgendwie hingeschrieben, sondern habt ihr auch die Schritte dazwischen verstanden. Ich würde an eurer Stelle die einzelnen Schritte mit aufschreiben. Sind ein paar mehr Bäume. Ja, das ist. Vielleicht könnt ihr das ja, ihr habt ja gesehen, ich habe auch so ein bisschen Copy-Paste gemacht. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwie geschickt mit einem Zeichenprogramm machen, wo ihr dann Dinge immer rüber kopiert und falls ihr nicht sowieso noch irgendwelche anderen coolen Tools dafür nehmt. Aber im Zweifelsfall ist selbst mit einem Zeichenprogramm ist vielleicht schneller, als das irgendwie hinzuschreiben. Ich weiß gar nicht, wie ihr die Haus also je nachdem, wie ihr die Aufgaben abgebt, ob ihr die handschriftlich abgebt oder ob ihr die digital abgebt, weiß nicht, was ihr mit euren Übungsgruppenleitern vereinbart habt. Das ist ja auch teilweise nach Übungsgruppenleiter unterschiedlich, was die akzeptieren. In einer potenziellen Klausur führt das natürlich dazu, dass ihr sehr viele Bäume zeichnen müsst. Das ist dann aber auch bei so einer Klausuraufgabe berücksichtigt, weil natürlich dann auch im Zweifel bekannt ist, dass ihr dafür mehr Zeit braucht. Genau, zurück nochmal hier zu der Codierung. Diese Eigenschaft, dass ich eindeutig diese Zuordnung machen kann, dafür gibt es nochmal eine Beschreibung. Ein Code, was diese Eigenschaft hat, der muss eine bestimmte Bedingung erfüllen. Wisst ihr zufälligerweise, welche Bedingung eine Codierung nach Huffman erfüllt? Ich weiß, das steht nicht im Aufgabentext, aber ich finde es wichtig, das auf jeden Fall zu wissen, weil ihr damit einerseits nachprüfen könnt, ob ihr ein vernünftiges Ergebnis habt. Und zum anderen ist tatsächlich relativ sinnvoll zu wissen, ist zum Verständnis der ganzen Thematik. Genau, richtig. Die Fano-Bedingung. Auch wenn wir jetzt eine Kodierung nach Huffman gemacht haben und nicht nach Fano, erfüllt auch eine Kodierung nach Huffman die Fano-Bedingung. Und die Fano-Bedingung sagt aus, dass kein Codewort der Anfangsteil eines anderen Codewortes ist.
Das heißt, wenn ich ein Codewort habe, wie beispielsweise die 1, dann und nur die 1, dann darf das nicht der Anfang eines anderen Codewortes sein. Also hätte ich jetzt statt D mit 0, 1, hätte ich da beispielsweise 1, 1 für D, dann wäre diese Eindeutigkeit nicht mehr gegeben. Und dann würde der Code nicht mehr die Fano-Bedingung erfüllen. Wenn du den Algorithmus hier korrekt zum Aufbau des Huffman-Baumes durchführt, werdet ihr immer einen Huffman-Baum bekommen, der die Fano-Bedingung erfüllt. Dann könnt ihr das gar nicht falsch machen. Und dadurch, dass er die Fano-Bedingung erfüllt, ist eben das möglich, was ich euch unten gezeigt habe, dass man eine Bitkette nehmen kann, die unterschiedliche Bitbreiten hat für einen Code, für Zeichen, die damit kodiert sind, und trotzdem das ganz eindeutig ist, was dahinter steckt. Okay. Genau, bevor wir dann auch nochmal zur Fano-Kodierung kommen, was ja in der Aufgabe 5 ist, die auch die Fano-Bedingung erfüllt, gibt es ja noch eine Frage nach der mittleren Codewortlänge und der Redundanz. Machen wir mal kurz ein bisschen Platz hier. Ups. So, mittlere Codewortlänge. Ja, sagt eigentlich ja im Namen schon, was dahinter steckt. Also was ist so im Endeffekt der Durchschnitt unserer Codewortlängen, was wir da kriegen, wird manchmal auch als möglicher Informationsgehalt bezeichnet. Und hier gibt es auch wieder eine Formel, die die wir da benutzen können. Gerade mal gucken, warum darf ich, jetzt darf ich schreiben. So, eben hatten wir H für die Entropie. H0 ist die mittlere Codewortlänge. Wir bilden wieder eine Summe. So. Wer sich es eben schon einprägen konnte, eben hatten wir die Wahrscheinlichkeit von einem Symbol mal dem Logarithmus Duales von 1 durch die Wahrscheinlichkeit von einem Symbol. Jetzt haben wir das Ganze, die Wahrscheinlichkeit von einem Symbol, also p von ai, mal l von ai, und l steht in dem Fall für die Länge. Und zwar die Länge von einem Codewort, was dazu gehört. Das heißt, die mittlere Codewortlänge können wir natürlich auch dann erst berechnen, wenn wir wissen, welche Codewörter zu welchem Symbol zugeordnet sind. So, das Ganze wieder von i gleich 1 bis n. Und wir können hier dann gucken, was haben wir jetzt mit Wahrscheinlichkeiten? Wir hatten die Wahrscheinlichkeit 0,1 für a. Gucken uns die Codewortlänge dazu an. Wir haben 3 Bit. Das heißt auch, die Länge hat dann in dem Fall den Wert 3. Das heißt, wir würden für a würden wir jetzt 0,1 mal 3 sagen. Das Ganze müssen wir auch summieren mit dem Rest. B war 0,6, das Ganze mal 1. Dann haben wir hier noch C 0,05. Mal 3 wieder. Und am Ende D ist 0,25 mal 2. Ja, also für die mittlere Codewortlänge einfach immer die Wahrscheinlichkeiten nehmen mit der Länge des Codewortes. Ergibt eigentlich auch irgendwie Sinn, wenn man sich das vorstellt, weil wir wollen ja herausfinden,
wie häufig haben wir was, was eher Richtung 1-Bit geht, wie häufig haben wir was, das wir 2-Bit brauchen, wie häufig, dass wir was Richtung 3-Bit brauchen. Und das wird dann entsprechend dadurch natürlich dann zusammengerechnet. Wenn alles nur den Wert 1-Bit hätte, dann würden wir ja insgesamt alle Symbole mit Wahrscheinlichkeiten aufaddieren und immer mal 1 haben. Und am Ende auf die Wahrscheinlichkeit, nicht auf die Wahrscheinlichkeit, auf die mittlere Codewortlänge 1 kommen. Wenn alles jetzt irgendwie 2 hätte, würden wir alles mal 2 nehmen, was im Endeffekt hieße, wir könnten eine große Klammer darum setzen. Die Gesamtwahrscheinlichkeit der Eintrittsereignisse ist ja dann 1 und hätten 1 zusammengerechnet in Klammern mal 2, wären dann auf 2-Bit. So, da wir jetzt aber unterschiedliche Codewortlängen haben für unterschiedliche Symbole, abhängig von der Wahrscheinlichkeit, machen wir es eben über die Rechnung der Summe, über die Wahrscheinlichkeit mal der Länge des zugehörigen Codewortes. Und würden hier auf 1,55 kommen. Also, was wir dabei sehen, ist, dass wir hatten eben ausgerechnet für die Entropie, also das, was wir wirklich brauchen an durchschnittlicher Anzahl, damit wir überhaupt eine Entscheidung treffen können, was wir für ein Zeichen bekommen, bei 1,49 liegt. Jetzt ist unsere mittlere Codewortlänge 1,55. Das bedeutet, dass wir ein bisschen verschwenden. Nicht viel, aber wir verschwenden ein bisschen. Also im Optimalfall wäre unsere mittlere Codewortlänge auch 1,49, also würde dem Wert der Entropie entsprechen. Das ist aber ein bisschen unrealistisch, weil in den seltensten Fällen ein Code genauso so aufkommt. Und das, was wir quasi verschwenden an der Stelle, das wird als Redundanz bezeichnet. Und dann wenig überraschend H0 minus H. Also das, was wir hier haben, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich benutzen an mittlerer Codewortlänge, minus der Entropie, also dem, was wir eigentlich nur brauchen würden, wenn wir es ganz optimal hinkriegen könnten. Damit müssten wir auf den Wert 0,06 kommen. Also in dem Fall tatsächlich haben wir eine Redundanz von 0,06 Bit, weil wir die halt jetzt irgendwie nicht brauchen. Das ist halt schon ziemlich optimal. Also 0,06 ist ein sehr guter Wert. Es kann auch gut sein, dass eine Redundanz deutlich höher ist, dass wir da von 1, von 2, von 3 Bit reden, abhängig natürlich davon, wie viel Bits das maximal längste Codewort auch hat. Und wie gut halt eben die Codierung ist. Okay, soweit verstanden, wie man die mittlere Codewortlänge ausrechnet, wie der Zusammenhang zur Entropie ist und warum man die Redundanz dann ausrechnen kann damit. Dann schätze ich gerade auch keine Fragen. Dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal in Richtung der fünften Aufgabe. Die ist ein bisschen anders gestellt. Also da ist einmal nochmal das Beispiel der Fano-Kodierung aus der Vorlesung aufgegriffen. Und es wurde gesagt, statt der dort gewählten Aufteilung wird eine andere benutzt. So, ich würde trotzdem mit euch, deswegen jetzt einfach gleich auch nochmal aufpassen und dann darauf achten, was ihr bei der Hausaufgabe, dass ihr da bei der Hausaufgabe dann eben auch dann darauf achtet. Ich würde mit euch jetzt einmal ein Beispiel durchgehen, wie eine Fano-Kodierung korrekt gebildet wird. Also auch wenn es in der Vorlesung war, aber einfach nur, dass ihr das sicher einmal wisst. Damit ihr dann, oder damit wir dann vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Unterschiede in der Hausaufgabe kurz anreißen können und euch das dann hoffentlich auch eingängiger ist. Wir bleiben in dem Fall mit den gleichen Werten.
Also um die gleichen Symbolwahrscheinlichkeiten. Und eine Kodierung nach Fano. Was muss ich machen, wenn ich eine Kodierung nach Fano erstellen will? Und ich fange an mit meinen Symbolwahrscheinlichkeiten. Genau, ich fange auf jeden Fall damit an. Als allererstes, ich sortiere nach, in dem Fall absteigender Wahrscheinlichkeit. Also genau andersrum zu Huffman. Das ist tatsächlich auch eine Sache. Achtet darauf, dass ihr euch gut merkt, was wie rum ist. Fano absteigend, Huffman aufsteigend. Nichts ist ärgerlicher, als das dann zu verwechseln. Das kann dann nämlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. So, heißt für uns, wir hätten hier beispielsweise B mit 0,6 als erstes. Dann haben wir D mit 0,25. Wir haben A mit 0,1 und wir haben C mit 0,05. So, und dann hattest du, glaube ich, gerade eben schon ein bisschen angerissen. Jetzt müssen wir halt zu Gruppen mit möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit das Ganze zusammenfassen. Heißt also, ich nehme die sortierte Reihenfolge, die ich habe. Und ich ändere diese nicht. Das ist ganz wichtig. Das Einzige, was ich jetzt machen darf mit meiner Reihenfolge, die ich habe, ich darf einen Strich setzen. Ich darf einmal irgendwo eine Teilung machen. Eine einzige. Und danach muss eine möglichst gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit rauskommen. So, wenn ich das jetzt in der Mitte machen würde, beispielsweise bei unseren Beispielzahlen hier, dann hätte ich rechts eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 1,5 und links eine von 8,5. Das klingt noch nicht so ganz optimal. Wenn ich jetzt links die Trennung reinsetze, dann habe ich 0,6 auf der linken Seite und 0,4 Gesamtwahrscheinlichkeit auf der rechten Seite. Das ist mehr in der Waage und ausgeglichener, als wenn ich es in der Mitte hier setzen würde. Und ich hoffe, ganz rechts muss ich mit niemandem irgendwie hier durchrechnen. Das wäre 0,05 auf der rechten Seite und 0,95 auf der linken. Also da wäre die Waage so wirklich so total gekippt. Das heißt, ich würde meine Gruppen so bilden, dass ich sage, ich habe hier eine Gruppe ist mein B auf der linken Seite. Und der Rest auf der rechten Seite. Mit eben dann hier der Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,4. Dann würde ich eine Kodierung zuordnen. Auf der linken Seite 0 oder eine führende 0, auf der rechten Seite eine führende 1. Kann ich mir die linke Seite angucken. Linke Seite ist nur ein Element drin, da brauche ich keine Punkte hintersetzen, da brauche ich mir das nicht weiter angucken. Die rechte Seite hat drei Elemente gerade drin, das heißt, die muss ich mir nochmal angucken. Und muss ich dann wieder unterteilen. Denn ich muss ja noch wissen, was steht denn hinter meiner führenden 1? Das heißt, hier würde ich in einen folgenden Schritt reingehen und würde jetzt nur diese Seite betrachtet wieder versuchen, möglichst gleiche Gesamtwahrscheinlichkeiten zu machen, dadurch, dass ich eine Trennung setze. Wo würde ich denn jetzt trennen? Welche Gruppen würde ich nehmen? Genau, zwischen D und A, weil dann habe ich 0,25 auf der linken Seite und 0,15 auf der rechten. Wenn ich die andere Trennungsmöglichkeit nehmen würde, die ich da hätte, dann wäre das ja deutlich unausgeglichener und deutlich weniger in der Waage.
Das heißt, ich würde hier trennen, die Gruppe beenden und hätte die andere Gruppe rechts mit A und C. Was weiß ich jetzt über die Kodierung? Linke Seite ist irgendwas davor, das haben wir da drüber irgendwie eben ja gerade schon gemacht. Die führende 1, da kommt eine 0 hin. Theoretisch könnte da noch was hinter sein, wenn ich mehr Elemente hätte. Habe ich nicht. Also 0. Rechte Seite. Irgendwas aus der Stufe davor ist da auf jeden Fall. Dann eine 1 und jetzt sind da mehr als ein Element drin, also kommen da noch irgendwelche Kodierungswerte dahinter. So, linke Seite ist jetzt nur ein Element, muss ich deswegen erstmal nicht weiter betrachten. Das ist übrigens ja auch der Grund, weswegen ich, ne, nur damit das nochmal klar ist, die 0,6 hier erstmal auch nicht weiter betrachte. Wenn ich beim ersten Schritt auf der linken Seite mehr als dieses B hätte, mehr als ein Element, dann müsste ich da das gleiche parallel machen und würde auch jeweils wieder Nullen und Einsen zuordnen zu den einzelnen Gruppen. Nur dass ich nach einer Trennung immer jede Seite links und rechts einzeln für sich betrachte. Auf der rechten Seite fehlt jetzt noch der letzte Schritt. A und C zu trennen. Das ist jetzt relativ einfach. Da gibt es keine andere Möglichkeit, als zu sagen, gut, das trennen wir einmal in der Mitte. Auf der linken Seite ist irgendwas davor aus den vorigen Berechnungen und dann eine 0. Und auf der rechten Seite ist irgendwas davor aus den vorigen Berechnungen und dann eine 1. Und wir wollen wieder unsere Codewörter haben. Wer jetzt aufgepasst hat oder mitgekommen ist, der wird mir jetzt sagen können, was ist mein Codewort für das C? Welches Codewort zeigt mir jetzt das C? Ja. Okay, die Frage, ist das die 111 im Chat? Das ist richtig. Denn ich habe das C hier ganz hinten rechts. Ich habe eine führende 1. Dann bin ich hier weiter, habe eine 1 zugeordnet und am Ende eine 1 am Ende. Das können wir mit den anderen Symbolen jetzt auch machen. Das B halt, wie gesagt, relativ einfach. Das hat nur die 0 zugeordnet, ohne was weiteres. Dann haben wir das D, das hatte erst die 1 und dann die 0 und dann brauchten wir das auch nicht mehr weiter unterscheiden. Okay, irgendwer macht hier anscheinend gerade irgendwelche Sprachtests mit den. Also das hört ihr im Chat gerade nicht oder online hört ihr das gerade nicht. Aber anscheinend macht hier irgendwer gerade Sprachtests mit den Hörsaallautsprechern. Auch toll. Gut, mal gucken. Es ist immer schön, sowas zu haben, ohne dass jemand da ist. Also, wir haben B, D, C. Was fehlt uns noch? A fehlt uns noch. A haben wir in dem Fall erst auf der rechten Seite verordnet, also die 1, nochmal auf der rechten Seite verordnet, noch eine 1 und dann auf der linken Seite, dann kommt eine 0 dazu. Heißt also 1, 1, 0. So, wenn wir jetzt die Codierung daneben legen würden von eben vom Huffman-Baum, würden wir sehen, dass wir, also rein zufällig haben wir auch die gleichen Symbollängen, das ist aber halt Zufall. Was wir aber an Unterschieden haben, ist, dass wir unterschiedliche Codewörter haben. Also wir haben eben zum Beispiel für C hatten wir 000 gehabt, jetzt haben wir 111 gehabt. Macht aber vom Grunde her nicht jetzt den großen Unterschied, weil immer noch die Fano-Bedingung erfüllt ist. Wir erinnern uns, was wir eben gesagt haben, kein Codewort ist Anfang eines anderen Codewortes und kann damit nicht verwechselt werden. Auch hier ist es wieder erfüllt. Also wenn ich mir sowas angucke wie die 0, B hat 0, aber deswegen fangen alle anderen auch mit einer 1 an.
Oder D mit 1,0 ist auch nicht irgendwie Anfang eines anderen Codewortes. Das heißt, es ist immer eindeutig zuzuordnen, wenn ich von vorne, wenn ich weiß, bei einer Binärkette, wo ich anfange. Genau, eine mittlere Codewortlänge brauchen wir hier jetzt nicht ausrechnen. Das wäre äquivalent zu eben zu dem anderen. Das haben wir eben ja schon gemacht. Auch hier würde man dann ja einfach nur wieder für die mittlere Codewortlänge die Wahrscheinlichkeit eines Codewortes mit der Länge des Codewortes nehmen. Oder die Wahrscheinlichkeit für ein Symbol mit der Länge des zugehörigen Codewortes. So, das ist, wie meine Fano-Codierung richtig aufbaut. So wie das Verfahren funktioniert, wie es in der Vorlesung vorgestellt wurde und so wie man es machen soll. Jetzt ist es so, dass ihr eine Hausaufgabe vier Symbole bekommen habt und da müsst ihr darauf achten, da wird halt gesagt, statt der Aufteilung, wie sie in der Vorlesung gemacht wurde, wie man sie da machen sollte, wird eine andere gemacht. Nämlich erst A, B und dann C, D. Um dann aus daraus zu einer Kodierung zu kommen, müsstet ihr dann halt entsprechend trotzdem natürlich linker Seite 0, rechter Seite 1 zuweisen. Und ihr müsst dann eben schauen, dass ihr die einzelnen Gruppen nochmal wieder in Subgruppen aufteilt. Ist aber relativ einfach, weil da habt ihr nicht viele Möglichkeiten. So, und wenn ihr jetzt genau daneben guckt, oder daneben liegt, mit dem, was wir gemacht haben jetzt gerade, wie wir uns angeguckt haben, wie man richtig eine Fano-Kodierung baut. Na, dass wir also diese Schritte machen, wir sortieren nach absteigender Wahrscheinlichkeit und dann machen wir ein Zusammenfassen zu Gruppen mit möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit und dann machen wir ein Zusammenfassen der Subgruppen zu möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit. Und eine Hausaufgabe ist jetzt aber jemand, der hat gekommen, der hat gesagt, ich teile das so auf, dass ich Symbole nehme, die die Bedingung erfüllen, dass die Wahrscheinlichkeit möglichst gleichmäßig auf beide Mengen verteilt sind. Dann werdet ihr sehen, dass da also ein Schritt irgendwie fehlt. Und das könnte dann halt eben den Rest erzeugen. Genau, aber wie gesagt, für die Hausaufgabe sollt ihr ja dann nicht die richtige Fano-Kodierung erstellen, sondern ihr sollt dann eben mit diesem falschen das einmal ausrechnen, also dieser falschen Zuordnung der Aufteilung mit einmal A, B und einmal C, D, dafür die Kodierung machen für die einzelnen Symbole und die mittlere Codewortlänge berechnen. Und dann eben schreiben, was da falsch gemacht wurde. Naja, was hatten wir eben gesagt? Was ist der erste Schritt, wenn ich eine Kodierung nach Fano mache? Das Sortieren, richtig. Dadurch tue ich eine ganz eklatante Sache tun. Ich ändere die Reihenfolge. Und danach darf ich diese Sortierung nicht wieder anfassen, sondern nur noch aufteilen. Richtig. Also es wäre schön, auf ein 0,5 oder so zu kommen, aber in erster Linie ist erstmal, es wird erstmal sortiert und dann wird geguckt, dass du den Strich einmal, die Trennung einmal möglichst ausgeglichen setzt. Aber es kann sein, dass du dadurch gar nicht optimal ausgleichen könntest, wie wenn du frei das zusammenwürfeln könntest. Genau, also wenn du theoretisch auf 0,5 kommen könntest, aber nur dadurch, dass du wieder die Reihenfolge änderst, das darfst du dann halt eben nicht mehr tun. Ich schreibe es gerne noch extra dazu, genau. Also Reihenfolge darf nicht mehr verändert werden.
Also wenn ihr wollt, ihr könnt euch das ja daneben legen, auch was ihr, wenn ihr das durchspielt, eben mit dem Beispiel, was ist dann wahrscheinlicher oder was bedeutet das für die Codewortlänge? Ich kann es mal auf die Spitze treiben. Wenn ich jetzt, ich kann ja auch, ja, oder was heißt, kann ich es auf die Spitze treiben? Je nachdem, wie ich es halt aufteile, sorge ich halt dafür, dass ich die Möglichkeit habe, mir Codewörter zu behalten, die sehr kurze Bitketten haben. Also dadurch, dass ich hier die 0,6 alleine hinstelle, habe ich die Möglichkeit, dass ich in 60% der Fälle mit einem Bit auskomme und dadurch extrem viel Platz spare, als wenn ich immer mindestens 2 Bits bräuchte. Und das funktioniert vom Algorithmus halt nicht, wenn ich anfange, wild durcheinander zu sortieren. Richtig, die un Genau, im Endeffekt würde ich dann, das ist richtig, also so ein implizites, nicht ausgesprochenes Ziel ist, unwahrscheinlichste Codewörter kriegen die längste, unwahrscheinlichste Symbole kriegen die längsten Codewörter. Und wir würden im Endeffekt, würden wir gute Codewörter an seltene Symbole verschwenden, wenn wir diese Reihenfolge nicht ausführen. Vielleicht noch eine Sache, noch mal kurz, also die Frage ist, glaube ich, geklärt damit, oder? Eine Sache, bevor ich das vergesse, weil ich nicht weiß, ob das in der Hausaufgabe auftritt oder nicht, aber manchmal passiert das bei sowohl bei Huffman als auch bei Fano, dass wir Wahrscheinlichkeiten haben, die den gleichen Wert haben. Also das kann bei Huffman zum Beispiel passieren, wenn ich einen zusammengefassten Knoten habe, dass irgendwie gleiche Werte dann kommen. Also ich kann ja sowas haben wie ich habe einen Knoten mit 0,4 und ich habe auch ein Symbol mit der Wahrscheinlichkeit 0,4. Dann gibt es keine Vorschrift, in welcher Reihenfolge ihr das einsortiert. Das ist euch dann überlassen. Das wollte ich nur einmal explizit sagen. Das ist dann, dadurch kann es auch sein, dass aber dann zum Beispiel die Codewörter, wenn ihr dann mit irgendwie, wenn ihr mit Kommilitonen irgendwie eure Ergebnisse vielleicht vergleicht, dass die vielleicht andere Codewörter haben, wenn sowas auftaucht, weil die dann vielleicht anders sortiert haben. Ist aber grundsätzlich das gleiche korrekte Ergebnis. Und das gleiche können wir natürlich dann auch bei, mal gucken, wo haben wir es hier wieder? Das gleiche können wir natürlich auch hier bei Fano haben, dass ich hier ja auch am Anfang, also in dem Fall habe ich es nicht zwischendrin, aber ich habe es insbesondere am Anfang, die Sortierung nach absteigender Wahrscheinlichkeit. Da kann es ja auch sein, dass ich zufälligerweise zwei Codewörter, zwei Symbole mit gleicher Wahrscheinlichkeit habe. Das kann eben dazu führen, dass ich unterschiedliche Ergebnisse habe. Genauso. Ja, beim Aufteilen kann das eigentlich nicht passieren, was manchmal halt dann die Schwierigkeit ist, was macht man, wenn man es eine nach links schieben könnte oder auch nach rechts und es kommt ungefähr auf den gleichen Wert. Also meistens. Also angenommen, ich habe durch die Summe von beiden Gruppen links und rechts den Wert 0,3 und ich habe noch Gesamtwahrscheinlichkeiten durch viele kleine Symbole. Und ich habe aber auch dazwischen die Gesamtwahrscheinlichkeit 0,1, die ich entweder links oder rechts zuordnen muss. Ja, da würde das ja keinen Unterschied machen per se, ob ich dann immer auf der linken Seite die 0,1 zuordne und dann 0,4 und 0,3 habe an Gesamtwahrscheinlichkeiten oder auf der rechten Seite das zuordnen 0,3 und 0,4 habe. Meistens macht man nur eher die größere nach links. Aber das Gesamtergebnis ändert sich halt dadurch nicht. Also du würdest halt trotzdem immer noch eine Kodierung haben, die möglichst optimal ist. Das sind aber schon so Spezialfälle an dem Ganzen. Die Nachfrage, ob es okay wäre, wenn ich jetzt linke Seite 1 und rechte Seite 0 nehme. Ich
Prüf mal ganz schnell nach, was ihr in den Vorlesungsunterlagen dazu habt. Zumindest hoffe ich, dass ich das so schnell finde. Wenn wir ganz sicher sein wollen, dann würde ich immer sagen, sollte man sich danach orientieren. Okay. Also grundsätzlich, also das Ziel einem sehr wahrscheinlichen Symbol ein möglichst kurzes Codewort zuzuordnen, würde man in beiden Fällen erfüllen. Nur man würde es halt entsprechend dann einmal umdrehen halt. Also du würdest halt andere Codewörter haben. Das Ziel wird erfüllt, egal ob du links oder rechts das Ganze hast. Am einfachsten, also ich würde mich immer an den Beispielen dann, also im Zweifel dann an den Beispielen aus der Vorlesung orientieren, auch wenn sie vielleicht doof sind. Aber ihr wisst auf jeden Fall, dass es korrekt, das andere genauso, aber auch für das Ziel funktioniert. Und da hier erstmal, also bei der Codierung nach Fano wird halt gesagt, eine Gruppe bekommt als erste Codewortstelle eine 0, die andere eine 1. Und das hat er dann auch das linke jeweils zugeordnet und das gleiche hat er beim Huffman-Baum gemacht, dass er jeweils die linke Seite mit einer 0 zugeordnet hat. Würde ich das an eurer Stelle dann halt in den Aufgaben auch so machen. Und im Zweifel dann halt auch darauf bestehen, dass das so passt. Du hast aber recht mit deiner Frage. Rein streng genommen gibt es keine feste Vorschrift und es gibt Literatur, die es anders macht. Also rein für die Zuordnung, weil das Ziel wird, ne, das ist das Wichtige, das Ziel wird erfüllt, ganz egal, ob ihr erst mit 0 oder mit 1 anfangt, wie es in der Vorlesungsfolien ist, oder ob ihr das umdrehen würdet, wie ihr das zuordnet. Solange das Ganze durchgehend stringent immer gleich zugeordnet wird. Ich kenne keine formale Vorgabe, die dafür jetzt irgendwie gelten würde. Es ist eher, in welchen Gruppen sich was mehr durchgesetzt hat, in welchem Umfeld. Okay, ich glaube, das war's dann auch soweit. Dann, wie gesagt, denk bitte daran, dass ich nächste Woche einmalig auf Mittwoch verschieben muss und dann auch nur rein online das Ganze euch anbieten kann. Auf die Art und Weise aber zumindest verhindern kann, dass es ausfallen muss. Das wäre, würde ich jedenfalls schade finden. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und ja, bis nächste oder übernächste Woche oder wann auch immer ihr das Tutorium braucht.